Heute sind wir auf Besuch beim Café International im Jugendhaus Klaus in Rottenburg. Einmal im Monat laden Jugendliche an einem Sonntag zu einem internationalen Nachmittag ein. Gerade beginnen die Vorbereitungen für das Essen. Ich mache gerade ein Beispiel für die Kreativecke. Dieses Mal ist Weihnachtsgestecke und Weihnachtskränze. Im Rahmen des Projekts Aktiv – Mitmachen, neue Wege schaffen – begleiten junge Erwachsene mit und ohne Migrationshintergrund neu zugewanderte Jugendliche. Dabei agieren die Ehrenamtlichen als Vorbilder und geben Orientierung im Sozialraum und in der Freizeit. Im Laufe des Projekts entstanden eine Englisch-Nachhilfegruppe, ein Tanz- und ein Kochkurs, ein Fußball- und ein Basketballteam. Multiklo im Freien Radio für Stuttgart. Ich bin Irene Maslowska und heute habe ich dann viele Gäste im Studio. Und diese bunte Mannschaft ist einfach ins Studio gekommen, weil wir heute hier ein Projekt vorstellen. Der heißt Junges Radio, sozial engagiert und medienbewusst. Dieses Projekt ist entstanden wegen Kooperation zwischen Multicolor e.V., dann Jugendpresse Baden-Württemberg und Freiem Radio für Stuttgart natürlich, und läuft im Programm Wir sind dabei, unterstützt von Baden-Württemberg Stiftung. In regelmäßigen Radiosendungen haben die eingeladenen Gäste und Organisationen Gelegenheit, sich selbst, ihre Arbeit und ihren Kultur- und Musikkreis vorzustellen. Well, I know. In diesem Projekt des Stadtjugendrings Stuttgart engagieren sich junge Ehrenamtliche für Flüchtlinge. Es geht darum, jungen, neu zugewanderten Menschen Möglichkeiten der Teilhabe an Bildungs- und Freizeitaktivitäten zu eröffnen. Bei einer Street-Art-Aktion mit Künstlern aus verschiedenen Ländern konnten Flüchtlinge Breakdance und Parkour ausprobieren und sie gestalteten die Wände einer Unterkunft mit Graffiti. Wir sind heute hier, weil wir von der Bund Jugend sind, weil wir da jetzt seit einem Jahr ungefähr mitmachen. Und wir erstatten heute so einen kleinen Zwischenbericht. Wie viel bei der Atomkraftwerk? Wenn die Banane jetzt 30 Cent sind, wie viel Anteil von der Banane würdet ihr bekommen? Genau, was unsere Rolle bekommt. Ich würde sagen, wir schneiden das. Wie viele Länder hat meine Jeans besucht, wie sie im Laden landet? Africa on the Move heißt eine fortlaufende Veranstaltungsreihe des Treffpunkt Afrius. Vera und Kenji Ayemle und ihre Mitstreiter wollen den Gästen Infos und kulturelle Eigenheiten näherbringen. Damit will Treffpunkt Afrius einen Beitrag leisten zum besseren gegenseitigen Verständnis. In Zusammenarbeit mit Mitgliedern der türkischen Organisation DİTİB Ulm und Vertretern verschiedener Glaubensrichtungen trafen sich mehrmals Jugendliche zum interreligiösen Frühstückswettbewerb. Beim gemeinsamen Frühstück präsentierten die Kirchenvertreter ihre Religionen und damit verbundene Rituale und Regeln. Mit einer Punkteabgabe wurde das Ganze dann bewertet. Heute sind wir im Jugendtreff Oderstraße in Schwäbisch Gmünd. Im Rahmen des Projekts Ostalbkreis gegen Rassismus kochen Jugendliche und Flüchtlinge gemeinsam internationale Gerichte. Zur Kochaktion hat sich hoher Besuch angekündigt. Brigitte Lösch, Landtagsvizepräsidentin, hat sich von Stuttgart auf den Weg nach Schwäbisch Gmünd gemacht. In der Küche wird schon fleißig gekocht. Thank you.
verdient, lassen sich alle die leckeren Gerichte schmecken. Na dann, guten Appetit alle zusammen.